Adi, du bist dran. Heute gibt's wieder Raid am Mittwoch. Willst du noch was sagen? Willst du was einleiten? Raid am Mittwoch? Du bist auch dabei. Ein Pokémon wurde nach dir benannt, ja? Findest du das nicht cool oder was? Was ist denn los? I see you in the... Ah! Alles gut, die Nachbarn denken wieder, du Hammel, rettet mich. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Und heute habe ich mir überlegt, könnten wir vielleicht trotzdem noch einen Sichlor-Rauch-Stream machen. Ab 16 Uhr sagen wir mal, 16 bis 17 Uhr. Kündige ich jetzt an, wird es nochmal einen Sichlor-Rauch-Stream geben, eben vermehrt, vielleicht nochmal Shiny Litumel, vielleicht Shiny Sichlor und so weiter, dass ihr Bescheid wisst. Jetzt haben wir aber wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende kommt auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche aber mit einem Video und ihr wisst, ihr sollt mir keine Videos schicken, aber das möchte ich trotzdem mal zeigen hier vom Freddy Basler. Ich lasse es einfach mal abspielen. Klingt schon wie Adi, wenn Adi immer irgendwas sieht und dann durchdreht. Das egal, das nehmen wir mal mit rein. Freddy Basler, aka Pookie, der Zweite. Also das hat mich so an Pookie erinnert, dieses oh mein Gott, haben wir mal gezeigt. Jetzt ist aber gut, keine Videos mehr. Bitte hört auf mit Videos. Deshalb hat die Woche angefangen beim Frank Behrendt. Guten Morgen alle zusammen. Jetzt kann ich auch diese Familie abschließen mit einem Shiny Musha. Sally Maus hat sich dann ein 100er Dummiesel gegönnt. Deferis, auch mal Glück gehabt beim Bröden. Shiny Magby, Dagro mit einem Shiny Pipi, wohl aus der, ich glaube aus der Quest. Eigentlich habe ich gedacht aus der Rampenlichtstunde, aber ich glaube aus der Quest. Der questet ja alles und deshalb hier dann noch ein Hydropi, ein Krypto-Hydropi, was er zu einem 100er erlösen kann. Carina Deluxe hat ein Shiny Fukano gefangen, plus ein Shiny Alola Sandan, plus ein Shiny Alola Slimer. Cassiopeia mit einem Shiny Sonnenkern, die Sally Maus auch mit einem Shiny Sonnenkern. Yes, als Shiny geschlüpft, juhu. Dann bin ich aufgestiegen mit Kleingeist 88, also mit dem Bockwurst-King zu Glücksfreunden. Hab dann direkt ein Zekrom getauscht und habe ein richtig schlechtes bekommen. Also, es geht natürlich schlechter, aber ich war sehr traurig, deswegen auch der Smiley. Julchen hier, hier kommt meine Sommersonnen-Event-Ausbeute. Was ein, das müsste man als Hashtag nehmen für ein Gewinnspiel. Sommersonnen-Event-Ausbeute und alles groß-klein geschrieben. Da, die ist schon wieder auf dem Schrank, oder? Ich höre es auf jeden Fall rascheln hinter mir. Die hat ja ein Shiny Formio mitgenommen, ein Shiny Sonnenkern, ein Shiny Mogelbaum. Mogelbaum sehr cool auf jeden Fall. Noch ein Shiny Sonnenkern, ein Oh yeah, ein Stone Cold Steve Austin. Nein, ein Shiny Sonnenfell mitgenommen, plus ein Shiny Traunfugil, Shiny Fukano, Shiny Pipi. Extreme hat einen Glückstausch gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein garantierter war. Hat auf jeden Fall ein 100% Lucky Palkia bekommen. Das auf jeden Fall auch richtig cool. Würde ich sofort maxen, sofort hochziehen. Der Kippen hat uns ein Foto gezeigt. Der hat ja auch ein Sonnenfell auf der Karte, aber sein Char ist einfach so mega, so groß. Der tritt einfach die Sonne kaputt. Der Brain hier mit einem Shiny Pupanz, Annika mit einem Shiny Aerodactyl. Manchmal lohnen sich die Feldforschungen, wer noch keins hat. Flexstrom aus der Kampfliga mit einem 100% Panzer Aeron. Sabrina spielt, hat ein Bild geschickt. Leech of Legends und Pokémon kombinieren sich zu Pokémon Unite. Wer davon noch nichts gehört hat, guckt mal nach Pokémon Unite, was das wieder für ein Schwachsinn sein soll, wenn man dem Bild hier Glauben schenken mag. Das scheint aus Family Guy zu sein, wo der Pinguin und der Elefant ein Baby gemacht haben. Ein Pinguin mit einem Elefantenkopf und so ist das. So ist also Pokémon Unite entstanden. Beer Benny zeigt uns hier einen Bug. Erstmal komisch, dass das 5er-Ei 5 Kilometer braucht und das 10er-Ei 5 Kilometer. Eigentlich ist ja halb Bier, das heißt, das 10er stimmt eigentlich. Das 5er-Ei müsste nur 2,5 brauchen, aber es sind zwei unendliche Brutmaschinen. Warum nicht? Kann man sich ja mal entscheiden, ne? Dann hat er hier ein 100% Lucky Libeldra getradet, auch sehr cool. Der Black Scarwolf mit einem 100% Lucky Nidoking, Bockwurst King, Shiny Pea,
plus ein Shiny Trassler als Fang des Tages, das hätte ich eigentlich aussortieren müssen, weil es ein C-Day-Pokémon ist, die Steff aus den Forschungsaufgaben mit einem 100% Vulpix, vorbelastet mit einem Shiny Eneko, Tobias Weigel, Shiny Panzer Aeron, Mitzenmann mit einem Shiny Litomyth. Heute ist auch der letzte Tag, heute Abend, war das gestern, ist das heute? Ich glaube, heute endet das Käfer-Krabbel-Event, wie auch immer. 100% Sonnenfell mitgenommen beim Thomas Speck plus Shiny Podrod. Lukas hier habe ich direkt nach der Freundschaftsanfrage bekommen. Auch ein Shiny Pipi. Kilian hier mit einem Shiny Smogmog hat er gleich weiterentwickelt. Der Paul mit einem 100er Bibor, einem 100er Ursaring und einem 100% Shiny Bibor aus Hottenbach, Rheinland-Pfalz. Sehr cool. Night Alex mit einem Shiny Visor plus einem Shiny Baumbill. Huch, zwei neue gleich hintereinander. Dennis Weigel mit dem Shiny Ninkada, Ikegru, Shiny Litto, Myth, K-Joker, Nachtschichtfang, ein Shiny Evoli und er macht immer seine Sterne davor und dahinter. Bockwurst King auch mit dem Shiny Ninkada, da bin ich aufgestiegen mit Pokefreak Red zu Glücksfreunden. Sally Maus, Shiny Litto Myth, Dennis Weigel, kurz danach Shiny Zickzacks, Thomas Speck. Mit einem Krypto-Bisa-Knoss, was er natürlich zu einem 100er erlösen könnte, würde ich auch machen an seiner Stelle. Dann ein 100er Krypto-Kokowai, was ich auch erlösen würde, einfach dass es ein 100er ist, weil ich glaube nicht, dass er mit Krypto-Kokowai oder Krypto-Bisa-Knoss irgendwo Großartigeres macht, beziehungsweise mit Krypto-Bisa-Floor, wenn man es dann entwickelt. Hannes hier mit einem Shiny Papinella, Shiny Burmi, Shiny Blutzug, Shiny Visor, Shiny Raupi, Shiny Ninkada. Ihr seht wirklich viel aus dem Käfer-Krabbel-Event. Plus einem 100% Pixie in der Nähe von München, Bayern. Und einem 100% Luxdraht. Zum Glück stehen die Namen immer unten ganz klein. Kevin Rieger auch hier Shiny Ninkada mitgenommen. Yannick mit einem 100% erlösten Obi. Uhu Ibims. Mit einem 100% Scorpion Scora, genau so rum, nicht Scorpio, Scorpion. 100% Pion Scora, jetzt hab ich schon wieder verrafft. Marlon hier, Shiny Panzer Aeron, Shiny Pixie, Sally Maus, auch Shiny Ninkada, Flexstrom gleich zwei Shiny Ninkada kurz hintereinander und sogar mit denselben WP. Brain mit einem Shiny Raupi, Kenny beschwert sich über die 5-Kilometer-Eier, besondere Pokémon aus 5-Kilometer-Eiern. Na schönen Dank auch, Ladybar. Habt ihr auch ein Ladybar gebrütet im Käfer-Krabbel-Event? Schreibt's mal in die Kommentare. Bockwurst King, nochmal Shiny Podrod plus Shiny Griffel. Dann Dragonite hat uns einen Chuck Norris geschickt. Sieht auf jeden Fall richtig hässlich aus, das möchte ich am liebsten gleich weitermachen. Dann Dragonite hat ebenfalls ein Bild geschickt, da war er auf der Mac in Erfurt damals, wo ich auch war. Da kannte ich ihn aber noch nicht. Er kannte aber Hong, ich habe auch Hong dort gesehen, ich habe auch ein Bild mit Hong gemacht, er hier ein Bild mit Hong gemacht. Sehr coole Sache, wollte ich mal mit reinnehmen. Dennis Weigel, endlich Shiny Raupi, Huhu Ibims, nochmal mit einem Shiny Litomyth, Yannick mit einem Shiny Alola Sandan, vorbelastet, Shiny Podrod und Shiny Visor innerhalb von 2 Minuten, beides gefangen, also auch sehr gute Sache. Flexstrom zeigt uns sein tägliches Pokémon, was er aus dem Spezialraum bekommen hat, ein Ordoch. Und ihr seht, es gibt nicht nur Crap aus dem Rauch, es gibt auch mal coole Sachen. Ich habe zum Beispiel einmal auch ein Cognodon bekommen, aus diesem als tägliches Bonus-Pokémon zum Fangen. Flexstrom gönnt sich ja ein Geronimatz, was es ja aus der GBL-Liga gibt. Habt ihr auch schon ein Geronimatz aus der GBL bekommen? Schreibt's mal rein. Bocky wieder hier mit seinen 98ern, diesmal Laukaps und ein 100er Schnuthelm. Da ist er wohl übers Ziel hinausgeschossen. Flexstrom nochmal mit Schleichwerbung. Abonniert Ramses, Shiny Blutzug, auch sehr schönes Bild, wie der Glitzer da rumfliegt. Hannes nochmal 100%, Sengo 100%, Litomyth, Shiny Schalocco, Shiny Litomyth, 100% Ledian. Das ist auf jeden Fall bestes Pokémon. Pascal Schneider mit einem Shiny Alola Kokobai. Kevin Rieger, 100% Ladybar. Juri, der schickt auch immer 2000 Fotos, der hat auch immer so viel Lack. Hier mit einem Shiny Sonnenfell, noch ein Shiny Sonnenfell, das ist auch ein anderes, hat ein viel höheres Level. Shiny Baumpel, Shiny Sichlor, Shiny Glibungel, auch sehr cooles Shiny. 100% Podrod, würde ich sofort maxen. Shiny Blutzug, noch ein Shiny Baumpel. Der Gregor mit einem Tattoo.
Ist leider nicht sein eigenes, wäre aber lustig, obwohl, na gut, ist auch wieder grenzwertig. Man muss ja keine Drogen verherrlichen, aber Kogemon sieht auf jeden Fall lustig aus. Der Ash mit seinem Blick und das Pikachu mit der weißen Nase und den aufgerissenen Augen. Das finde ich sehr cool. Sieht irgendwie richtig lustig aus, aber eigentlich ist es ja ein ernstes, böses Thema. Dann die Carina auch hier mit einem Shiny Alola Vulpix. Ein Bild von, ich weiß gar nicht, wer es gepostet hat, aber kennt ihr die Folge von den Simpsons, wo der Homer immer ausgeschlossen wurde und haben die so Baumhaus-Party gemacht und dann wollte Homer mit rein und sie haben auf das Schild gedeutet, No Homers Club, also da dürfen keine Homer rein und dann guckt ein anderer aus dem Fenster und dann, aber er heißt auch Homer und ist dabei. Ja, aber das ist ja auch die Mehrzahl, ein Homer darf rein, aber nicht mehrere und da hat er sich so blöd gefreut, jetzt auf Pokémon abgemünzt. Das Glurak darf nicht rein, weil es sind nur Drachen erlaubt und dann guckt das hässliche Alola Kogowai raus, was ja ein Drachentyp ist, aber sowas von gar nicht wie ein Drache ausschaut und das arme Glurak guckt in die Röhre, also das ist auch richtig genial gemacht, finde ich. Sellimaus nochmal mit einem Shiny Raupi, dann der Spoofer Number One, der RWE Brian. Nein, er hat ein Bild auf Facebook gefunden von einer richtig fetten Location in Brasilien und für die Spoofer unter euch, die da gerne mal hin möchten, hier sind auch Koordinaten von Dinesh Kuma, wurde auch gepostet, ich war da noch nicht, brauchte auch nicht hin, ich habe Budapest, meine Heimatstadt, ne, deswegen, aber wer da mal hin will, guckt euch die Koordinaten an, könnt ihr mal vorbeischauen, wer die Möglichkeit hat, Bockwurst King, 98er, Dragosso, Tobi mit einem Shiny Wampel, Bobserop mit einem Shiny Sichlor, dann der Flexstrom, das ist ja der Leon Burkhardt, der einfach irgendwelche Stops nach sich benennt. Hier Spielplatz Jahnstraße, ein Spielplatz für Kinder und Jugendliche. Der Spielplatz wurde 2003 von Leon Burkhardt gegründet. Ich meine, ich verstehe, dass man einen Spielplatz erbauen kann, aber er wurde gegründet. Aber egal, ging durch, ist als Stop da, ein Stop mit seinem eigenen Namen. Dann Dragonite nochmal, gestern keine Raids zustande gekommen, dafür den endlich bekommen. Hat er wohl ein Alola Kogowai geradet, denke ich mal, Flexstrom, 100% Pandir, das auch sehr brutal, fast hätte ich gesagt, das ist auch sehr saftig. Biala hier mit einem 100% Yanma, Erkihai mit einem, heute was Schickes erwischt, Shiny Potrot, Flexstrom, 100% Schwalbini, Alex Hoffi, auch gestern endlich das erste bekommen, Shiny Sichlor, Burkhardt, endlich 20 Millionen Sternenstaub und dazu ein Shiny Yorklef. Wie viel Sternenstaub habt ihr momentan? Oder kennt ihr jemanden, der mehr als 20 Millionen hat? Schreibt's mal rein. Dann der Juri hier mit einem Shiny Tansa. Das müsste schon zu Elke gehören. Elke mit einem Shiny Castellit. Shiny Tansa, Shiny Eneko, Shiny Raupi, 100% Morabell. Aus einer Quest, glaube ich, und ein 100% erlöstes Hydropi, weiterentwickelt zu einem 100% erlösten Morabell aus den Rocket Stops natürlich. Dagro mit einem 100%, wie heißt er wieder, Toxipet, ne? Und 100% Weberak plus Shiny Tanzer, Thomas Speck 100% Baumpel, Thomas Speck ebenfalls mit einem 100% Lucky Zekrom. Das also auch sehr cool, sofort hochziehen, sofort maxen. Dann Pascal hat auch gefragt, erlösen oder nicht. Da habe ich auch geschrieben, ich sag mal ja, weil wie gesagt, ich glaube, Bisaflor, wenn ihr das jetzt entwickelt und als Krypto hochziehen wollt und für die Liga oder so nehmen wollt, ist das nicht so krass. Da gibt es auf jeden Fall bessere Alternativen, deswegen lieber erlösen und als 100er mitnehmen. Dragonite hier nochmal mit, der hat uns gezeigt, wie es aussieht, wenn man das Alola, das Shiny Alola Kogowai komplett sieht, komplett zeigt. So sieht man ihn nochmal besser, das Bild sieht nicht so abgehackt aus, genau. Wenn ihr das auch machen wollt, hat er mir auch den Tipp gegeben, ihr müsst einfach kurz unter dem Namen auf den Bildschirm drücken, gedrückt halten und dann das Bild nach unten ziehen. Dann könnt ihr das so hochziehen, dass ihr das ganze Alola Kogowai seht. Bisher hat man ja eigentlich immer nur die Beine und den Schwanz gesehen und der Kopf war nicht mit im Bild. So könnt ihr den Screen aber nach unten ziehen, kurz unter dem Namen einfach antippen, nach unten ziehen, dann müsst ihr das auch so hinbekommen. Dann bin ich gestern aufgestiegen mit Julchen zu Beste Freunde, das freut mich richtig. Tobi mit einem Alola Shiny Mauzi, Bockwurst King 98er, Pion Scorer, Dragonite mit seiner Ausbeute aus einem Rauch. 12 Sichlor hat er bekommen, 2 davon als Shiny, 5 hat er schon verschickt, auch sehr coole Sache. 109 und 935 ist zwar jetzt nicht so hoch, aber trotzdem Hauptsache erstmal haben.
Dragonite auch nochmal einfach so, weil mir danach ist, ein Shiny Mauzi bekommen und es einfach Adi genannt, auch wenn es gar nicht so aussieht. Candies, ja, beim Flexstrom. Der hat nämlich die Stunde genutzt, wo es, glaube ich, doppelte Bonbons gab gestern und hat ein Metagross gefangen, wohl aus der, aus was? Aus der Go Battle League? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall irgendwas gemacht und hat sich einfach mal ein Metagross gegönnt, wo es ja eigentlich 10 Bonbons gibt, mit gelber Beere 20 Bonbons, aber durch das doppelte Bonbon-Event einfach 40 Bonbons, also so kann man das natürlich auch machen, 40 Bonbons für Metagross. Sören, Ausbeute aus der Rauchstunde, Honnyu, Sichlor und ein 93er Litomyth, okay, aber Honnyu, Sichlor sind trotzdem cool. Max, auch hier mit einem Shiny Litomyth, Sellimaus mit einem Shiny, Sichlor aus der Quest, Sellimaus auch noch mit einem Shiny Praktibalk, wohl aus dem Raid, denke ich mal, könnte aber auch gebrütet sein. Shiny Erik hier mit einem 100% Gidatina, das Dicke mit den Füßen, das habe ich auch als 100er. Bockwurst King, 98er Alola Kleinstein, Kenny mit einem Shiny Litomyth, war sogar ein 100er, hat er gesagt. Also fette Sache, Thomas Speck hier nochmal mit 100% Sichlor, Felix, Shiny Blutzug, Shiny Litomyth, Shiny Raupi, nochmal Shiny Litomyth, Shiny Sichlor, Shiny Panzer Aeron. Und ihr seht schon, ich verzichte darauf, auf die Bilder zu gehen, dass die groß angezeigt werden, denn so geht's schneller. Und wenn ich auf die Bilder gehe, steht jeder Name nicht da. Also muss ich das jetzt immer so machen. Ich hasse Instagram, ich sag's einfach nochmal. Huhu Ibims noch mit einem Shiny Panzer und einem 100% Trapinch, also Knacklion. Warum ist schon wieder alles auf Englisch? Bruder, der Bug ist behoben, stell dein Telefon auf Deutsch. Und ein Shiny Yanma plus ein Shiny Katapai. Also Raupi. Was für komische Namen. Das waren jetzt aber die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche und haltet euch diesmal fest. Wenn ihr dachtet, letzte Woche war krass, dann schaut mal diese Woche, was der Schocker der Woche wird. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Pet Shop Boy, denn er hat am 24.06. in der Nähe von Graz, Steiermark, Österreich einen Zekrom gefangen mit 23.07, das ist ein 100er. Das ist auf jeden Fall cool, wer möchte nicht gerne einen 100er haben von Zekrom. Zekrom auch nicht mehr so lange da, heute Abend auch Raidstunde mit Zekrom. Aber er hat am 24.06. noch einen 100er gefangen von Zekrom, guckt euch das an. Ihr seht das, wenn ihr mal das Gewicht vergleicht oder die Größe, dass das andere Angaben sind. Plus, er hat am 24.06. Noch ein 100er Zekrom gefangen, wieder anderes Gewicht, wieder andere Größe. Und als wäre das nicht schon genug, hat er jetzt insgesamt 4 100%ige Zekrom auf der Hand. 3 Stück an einem Tag gefangen, 1 hat er schon gehabt, der Pet Shop Boy, das finde ich so brutal. Jetzt sind es 14 mehr und 4 mal 100, unglaubliches Glück, 3 am gleichen Tag. Der hat bei 100 Gesehenen 3 100er gehabt. Ich kenne andere Leute, die haben 270 gemacht und haben kein einziges 100er. Er hat bei 100 Zekrom schon 3 100er und bei 114 hat er das vierte 100er. Er hat auch ein Bild nochmal geschickt vom Brandon Tan, der nach 365 Raids sein erstes 100er bekommen hat. Und er hat bei 114 einfach 4 Stück. Das finde ich so brutal, das finde ich so heftig. Deswegen Grüße gehen raus an den Pet Shop Boy. Für mich der Schocker der Woche. 400er Zekrom bei 114 Raids. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder Peace out. Vorhaut, euer Ramses.